Hi, da sind wir wieder. Moin. Bioshock. Mhm. So sieht's aus. Ich hasse Leute, die einfach grundlos laut sind. Aber jetzt sind wir auf jeden Fall hier bei Bioshock. Wir wollten in der letzten Folge endlich wieder nach New York mit einem fetten Luftschiff, der First Lady. Und doch, Elizabeth dachte halt irgendwie, dass wir vielleicht nach Frankreich fahren würden. Halt dich bitte fest. Jetzt guck dazu, wie Elizabeth weggetragen wird. Wuhu! Danke, Lizzie. Hey, hey, ich rutsche ab. Versuchen Sie nicht mir zu folgen, Mr. Lewitt. Elizabeth, ich habe was arrangiert, damit wir das Luftschiff wiederkriegen. Sie können uns hier wegbringen. Ja, ich muss nur Waffen für einen ganzen Aufstand besorgen. Und wo sollen wir die herkriegen? Von einem Ihrer vielen Freunde und Verbündeten? Von einem Waffenschmied in Finken. Dürfte ein Kinderspiel sein. Was sagst du, Partner? Sie sind ein Lügner, Mr. Lewitt. Und ein Gauner. Aber ohne Sie komme ich niemals nach Paris. Dankeschön. Es tut mir leid. Tut mir echt leid. Ich würde es ja anders machen, aber ich bin halt nicht Booker. Nicht so sehr an mich, Mr. Lewitt. Sie sind ein Mittel zum Zweck. Mehr nicht. Ich bräuchte mal wieder neue Klamotten, die sind recht dreckig. Wir können ein Teleskop benutzen. Wo wollen wir denn hingucken? Fink MFG. Mit freundlichen Grüßen, sagt er. Nichts als ein Sklave. Kinderspiel. Aber ernsthaft, du brauchst neue Klamotten. Die sind relativ zerrumpft. Bitteschön. Und dein Rock war mal blau. So, was haben wir denn hier? Schnelle Hand. Verringert die Nachladezeit von Waffen um 30. Nee. Ach, Nachladezeit. Oh, da geht ein Mensch. Oh, naja, gut. Schön, dass wir dafür 5 Lockpicks verballert haben. So, diesmal werde ich... Hi! Ich wollte gerade sagen, diesmal werde ich darauf achten, dass ich die Polizisten nicht ankacken werde. Jedenfalls nicht sofort. Na, bei euch alles okay? Echt? Echt? Deswegen seid ihr angepisst? Ach, du kannst doch nicht euer Ernst sein. Bums. Ah, cool. Bums. Bums. Alter, ist der böse. Da hab ich eine Chance. Schau mal meine geile Waffe an. Du hast keine Chance. Oh, die Waffe ist ja nicht mal so schlecht, ne? Die gefällt mir. Ey, ich wollte bloß den Automaten hacken, ne? Das hab ich doch vorhin schon gemacht, ohne Ärger dafür zu kriegen. Und jetzt, gleich normal, gleich normal. Ich brauch Geld. Ich weiß, das ist nicht viel, aber ich brauch Geld. So, Bereich verlassen, bitte, danke. Ich glaube einfach nicht, dass Fitzroy sich an unsere Abmachung hält. Reich oder arm, ein... Mann! Das ist doch schlimm. Mein PC... Selfie! Hi! Oh! Das ist das Problem, ne? Mein PC ist einfach zu geil. Der hat wenig Ladezeiten, deswegen kann ich mir das nicht durchlesen. Das sind Probleme, Leute. Das sind Probleme der ersten Welt. Der Weg der Vox Populi. Quasi die First World Problems. Daisy Fitzroy führt ihre Vorstellungen, bla bla bla, ins Verderben. Bam! Also fett krass Werbung gegen die gute Daisy. Hieß sie Daisy? Was haben wir hier? Nö, brauche ich nicht. Wird halt Jana wieder was anklicken. Wer schickt sie eigentlich zu ihm? Daisy Fitzroy. Entweder eine große Heldin oder eine üble Schurkin, je nachdem, wer von ihr spricht. Bingo. Wenn sie uns ein Luftschiff liefert, kann sie von mir aus Kaiserin von China sein. Ich wäre voll gerne Kaiser von China. Lockpick. Ich hab mir gefunden. Guck mal nicht, dass ich ihn nicht sehe. Sobald was auch nur... Alter, wäre der geiler als Waffe? Ich wollte gerade sagen, sobald irgendwas nur ansatzweise leuchtet, bin ich dabei. So, ich würde ganz gerne hier gucken.
Schreibtisch durchsuchen. Na, guck mal, den kann ich durchsuchen, da ist nichts Schlimmes dran. Lockpick. Ganz ehrlich, ich habe nicht viel Zeit für diesen ganzen Prophetenkram. Für mich ist der Glaube eine Handelsware und der alte Comstock produziert Unmengen davon. Aber wie jeder Geschäftsmann muss er sein Produkt gegen irdische Münze eintauschen. Nur mit einem Lied auf den Lippen baut man keinen Schuppen. Nein, dazu braucht man Finksholz, einen Finkhammer und Finkshände, die ihn schwingen. Er braucht mich. Wie kommen wir nach Finken rein? Illegal. Suchen wir uns einen anderen Weg. Es ist zum Kotzen. Das wird nicht lange dauern. Warum fangen die denn an zu blauen? Ich kann einfach nicht mehr laufen. Bitte. Ich müsste halt wirklich bloß rumstehen. Mehr Leaks. Einfach nur rumstehen und sich denken, jo, wird schon. So, guck mal hier, Infusion, Schildinfusion und plopp. Ist jetzt fast so hoch wie unsere Gesundheit. Aber ist jetzt das perfekt ausgebaute Schild. Ich denke, das war einer der guten Investitionen, die ich in diesem Spiel getätigt habe. Hoffert einfach. Oh, Salvengeschütz-Munition voll. Das ist das, was wir gerade haben. Das ist schade, ich hätte ja mehr Munition. Okay, hier geht's nicht weiter. Dann lasset mich mal bitte durch. Wir wollen illegal hierin, sagst du, ja? Vielleicht wollen wir einfach hier runterrennen. Und dann Lockpick brauchen, was wir nicht schaffen. Wahnsinn. Schaffst du das? Sie hat eine Haarnadel. So. Da drüben, ein Lastenaufzug. Der bringt uns nach Finken. Und kostet uns unterwegs das Leben. Ja, naja, das ist ja nebensächlich. Muss halt sein. Außer du hast einen besseren Weg. Dann nehmen wir den natürlich gerne, aber ich denke nicht. Damit ich dich sehen kann. Bin hier. Zum Wohle Columbia. Jo, zum Wohle Columbia. Sieht aus. Oh. Hi. Oh, salze gerne. Danke. Danke dir. Habt ihr gerade richtig gesehen, die Jungs? Bums. Bums. Hat er gerade ihn geschrien für Sparta? Alles cool, Mäuschen. Alles cool. Kein Problem. So, ich muss euch leider durchsuchen, Leute. Oh, das war Elizabeth. Puh. Seid ihr jetzt voll mal fertig? Leute, ich habe gefragt, ob ihr fertig seid. Anscheinend nicht. Bam. Weg mit euch. Weg mit dir. Ich sehe nichts. Bam. Von wo denn? Also, dich knüppelt mir auf jeden Fall vor, ja. Hi, Lizzie. Ich muss kurz gucken. Ja, mein Schild ist aufgeladen. Alles cool. Lach dir doch selber den Schädel ein. Nein, 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 ich will die Munition fangen. Oh. Hat das gerade Munition für mich? Okay, Salze sind immer noch voll. Die hätte ich jetzt wahrscheinlich besser benutzen können. Habe ich aber verkackt. Aber dolle viel Leben hat es jetzt ja nicht gekostet. Guck mal, Lockpick. Da haben wir wieder einen. Sehr, sehr schön. Karabiner wollen wir nicht, obwohl wir gerade eine Maschine wäre. Was ist los, Elizabeth? Dude Lizzie. Lockpick. Genau, immer mehr Lockpicks sammeln, dass wir geile Sachen kriegen. Habe ich die schon durchsucht? Sieht die ganze aus, ja. Da, ja, guck mal, die habe ich noch nicht durchsucht. Schokoriegel! Was ist los? Habe ich die wehgetan? Oder war da gerade bloß ein. Ah, oh, genau. Und zack! So, gucken wir mal an. Ne, brauche ich nicht. Nett von dir, lieber Automat. Ja, gerne. Sauber. Dankeschön, Mäuschen. Der Waffenschmied Chen Lin, gesucht wegen Kontakten zur gesetzlosen Daisy Fitzroy. Unser Mann ist anscheinend ausgeflogen. Das ist nicht gut, oder? Nein. Nicht wirklich, ne. Nimm Salze. Brauche ich nicht, weil die sind fast. Ne, brauche ich doch. Du musst ein Schloss knacken. Das dürfte schnell gehen. Na gut, das bin ich jetzt noch nicht nehmen. Fertig. Gucken wir mal hier rein. 182. Ja, das lohnt sich doch. Guck mal, da 182 für Inlockpick ist besser als irgendwie 200 für 5 Lockpicks. Meine Meinung. Verkaufsautomat. Na hallo. Guck mal, was wir jetzt hier kriegen. Schrotflinten brauchen wir nicht. Salvengeschütz. Verringert Nachladezeit für Schrotflinten.
Feuerrate, Präzisionsgewehr, Pistole. Was haben wir denn gerade überhaupt? Magazin, größeren Karabiner. Da ist irgendwie nichts Geiles dabei, ne? Deswegen habe ich jetzt eigentlich... Doch, Salvenschütze, da haben wir hier. Nehmen wir. Bam! Sehr cool. Schrotflinte. Ja, den Rest brauchen wir nicht wirklich. Darum lassen wir das jetzt erstmal. So, jetzt kann ich die Salze auch nehmen. Ah ja, gut, hätte bloß eh einen Pinöpel gefüllt, dann hätten wir doch vorher nehmen können. Aber was soll's. Oh, was haben wir hier? Nix. So, wir laden nochmal kurz nach. Können wir hier hoch? Müssen wir da hoch? Okay, dann gehen wir auf jeden Fall da hoch. Sobald ihr das tut, mag ich euch echt überhaupt nicht mehr. Dann sind wir keine Freunde. Hast du das geknackt? Wie schnell bist du denn, verdammte Hacke? Fertig. Oh, sehr schick. Hier waren wir schon. Richtig. Natürlich waren wir hier schon. Okay. Ich hoffe, dafür haben wir jetzt keine Haarnadel verbraucht. Aber Rashi ist Haarnadel und Lockpick wieder was anderes, ne? Würde ich jetzt einfach mal so schätzen. So, den kann ich mir hier nehmen. Und dann jetzt ja... warte. Portemonnaie. Wunderbar. Das wollte ich doch die ganze Zeit haben. Ich will halt nur Portemonnaies. Hat er hier gerade noch? Nee, ich will keine Maschine mehr. Lockpick. Sofort. Komm. Danke. Huh, ich dachte schon, ich krieg's nicht. Das wäre echt traurig gewesen. Ich muss jetzt hier lang, ja? Ah, hier ist Knöpfchen zu drücken. Man kann das doch voll nett drücken, das weißt du. Nö. Ruf. So. Da, Slates Schrank. Er muss hier gearbeitet haben. Das Tagebuch meiner Mutter. Wieso hatte Slate es? Mein Mann behauptet dauernd, das Kind wurde von Gott erschaffen. Durch Gottes Willen. Ich bin gläubig, aber nicht dumm. Sein Bastard soll nicht unter diesem Dach aufwachsen. Meine Mutter. Sie ließ mich in diesen Turm sperren. Elizabeth. Ich will raus aus dieser Stadt. Bitte. Ja, wollte ich, du blöde Kuh. Hast aber nicht zugelassen, wie du vielleicht wehst. Ich bin im Besitz des persönlichen Tagebuchs von Comstocks Frau. Es entlarvt diesen Unsinn von wegen Wunderkind als Lüge. Sie hat das Kind nicht geliebt. Es scheint, die geheiligte Lady hätte den Spross des Propheten lieber als Samenfleck auf dem Laken vertrocknen lassen. Wow, das ist voll hart. Ich hätte gewünscht, dass du ein Wichsfleck auf meinem Laken gewesen wärst, statt mein Kind. Rede mit mir, komm. Das ist der perfekte Moment. Ich grüße euch. Mein Name ist Jeremiah Fink. Und ich möchte euch mitteilen, woran ich glaube. Was ist das bewundernswerteste Tier auf Gottes Erde? Seerobbe. Biene. Habt ihr schon mal eine Biene im Urlaub gesehen? Oder eine Biene, die krank macht? Nun, Freunde, die Antwort ist nein. Und darum seid wie Bienen. Seid wie Bienen. Ich will aber nicht sein wie eine Biene. Hey, die Tür jetzt auf. Vielleicht sollten sie rangehen. Okay, mach ich. Hallo? Mr. DeWitt? Ja? Mr. Fink will Sie sprechen. Was ist denn? DeWitt? Fink hier. Hören Sie, mein Junge, wir hatten Sie im Auge. Und ich kann Ihnen sagen, Sie sind unser Top-Kandidat. Top! Mein Partner, Mr. Flambeau, hilft Ihnen, falls Sie etwas brauchen. Was sollte das denn? Keine Ahnung. Der ist ja merkwürdig erfreut, Sie kennenzulernen. Dann wäre der voll nett, wenn er uns die Tür hier aufmachen würde, meinst du nicht? Tja, der Mann hat ein Ego.
Das ist ja richtig schick. Fette Silberuhr hat der Typ. Eine fette Silberuhr. Ich mag dich. Die guckt immer so freundlich. Und jetzt sieht's runter. Boom. Boom. Einige fragen mich, Fink, wieso werden wir mit Marken bezahlt, die nur im firmeneigenen Laden gültig sind? Ich sag euch was, ich lasse nicht zu, dass man euch armen Leute in irgendeinem zwielichtigen Laden abkocht. Der Fink Company Store bietet euch Fink-Produkte zu Preisen speziell für die Fink-Arbeiter. Die Tür ist offen. Elisabeth. Mr. DeWitt, willkommen in Finkton. Sie finden hier eine Reihe verschiedener Utensilien für die Dauer Ihres Besuches. Das ist ja mal voll nett. Salze sind voll, aber lockig. Mr. Fink von uns. Verzeihung, Miss, aber Mr. Finks Interesse gilt nur dem Gentleman. Warum? Bedauere, junge Dame. Aber Fragen über die Bewerbung des Gentlemans sollten direkt an Mr. Fink gerichtet werden. Ich kann es dir leider nicht erklären. Weißt du, dass das eine gute Entwicklung ist? Nicht wirklich, nee. Ich will das nämlich überhaupt nicht. Geh auf Tür. Okay, jetzt steht Lübels davor. Wie sieht's aus? Zum Waffenschmied oder im Uhrenladen Vorräte auffüllen? Ich würde erstmal im Uhrenladen Waffen auffüllen. Nicht? Ey, was kann ich dir helfen? Ha? Okay, anscheinend nicht. Das finde ich schade. Wäre cool, wenn man die so ein bisschen anquatschen könnte. Selbst wenn sie bloß sagen, ja, ich bin grad, muss gerade noch 5 Minuten arbeiten, dann kann ich endlich eine Toilettenpause machen oder so. Close. Ein Pick benötigt, aber hallo. Mach mal auf, bitte. Dankeschön. Fuck, muss ich hier rennen? Nee, muss ich nicht rennen. Dann ist gut. Ah, gut, hier haben wir den Uhrenladen. Dann war Fink wirklich mein... Da ist wieder eine Chiffre drauf. Dann müssen wir also das Codebuch finden? Ja. Ja, aber ich weiß doch nicht, wie so gut es aussieht. Wir haben es in den Good Time Club geschafft. Vielleicht finden wir es ja dort. Der Good Time Club. Okay, schöner Name. Echt jetzt von wegen Vorräte auffüllen? Das ist ja voll für den Arsch. Zeug hier einen Lockpick gekriegt. Obwohl, den Lockpick, den ich gerade benutzt habe. Okay, wir gucken jetzt nach dem Good Time Club. Der würde uns weiterhelfen. Was ist denn mit dir? Warum siehst du so lustig aus? Ach so, okay, du schmiedest gerade. Dann darfst du lustig aussehen. Der gute alte Blacksmith. Können wir wohl jetzt nicht rein? Nö. Sieht gerade schlecht aus. Hallo, Herr Polizist. Echt jetzt? Komm. Hat doch nicht mal was gemacht. Von wo, von wo, von wo? Da. Und... Bums. Bums. Muss mich kurz ducken. Okay, bin wieder da. Wo schießen die denn? Irgendwo von da hinten, ne? So. Es geht nicht. Zur Erklärung reicht mir ein Wort. Moral. Hab's gefunden. Und. Oh, geil, voll getroffen. Den hat er gar nicht gekillt. Der war nicht von mir da. Ich hab leider keine Ahnung, was ihr wirklich von mir wollt. Würd ganz gerne in den Good Times Club. Ups, ich komm nicht hoch. Was haben wir denn hier? Sachen, die wir nicht brauchen. Präzisionsgewehr. Naja, ist das schick. Silberigel nehmen wir natürlich. Was haben wir? Vielleicht was für unsere Waffe dabei. Mehr Munition. Maschinengewehr. Präzisionsgewehr. Karabiner. Okay, da ist noch nichts dabei, was wir brauchen. Ein Hotdog. Ich möchte keinen Hotdog aus einer Ladekiste nehmen. Danke. Bist die Beste. So. Vielleicht wachsen wir uns ja gegenseitig doch noch ans Herz. Was bist du hier?
Hier ist es, Booker. Chilin. Chen Lin, Waffenschmied. Sofort. Sofort, sofort, sofort. So, den haben wir erledigt. Ich würde ja voll gerne jetzt zu dem Waffenschmied gehen, aber ich habe halt null Ahnung, wo der blöde Club ist. Du guckst aber böse. Gut, dass ich Geld von dir kriege. Die dich ja kaputt gemacht. Brauchen wir nicht. Oh, Medizinkit. Schon dabei. Schick. Brauche ich zwar gerade nicht, aber schick. Oh, hier haben wir bestimmt was Böses. Alter, voll geile Musik. Musik? Sie kommt aus dem Rister. Das Lied habe ich noch nie gehört. Ich schon. Glaube, niemand hat das je gehört. Ja, doch, klar. Er kennt es. Da muss ich leider echt aufpassen mit der GEMA. Und das ist wieder mal nicht unser komischer Gerd-Dingenskirchen-Club. Da oben, wie komme ich denn da hin? Wie soll man haken? Neue Stiefelumarmung des Vampirs. Nahkampf-Kills verleihen Gesundheit. Was habe ich denn jetzt gerade für ihn da? Nahkampfexekution, mit anderen Worten, das gleiche. Krieg Gesundheit und der kriegt Gesundheit. Das ist ja scheißegal. Nehme ich halt bloß. Okay, ach guck mal, das ist der Good Times Club. Und, Booker DeWitt Audition Today. Ach du Scheiße. Das ist nicht shooted. Aber, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Dann können wir nämlich hier nach dem komischen Buch suchen. Vielleicht finden wir was. Und wenn nicht, naja, dann jeweils im Schmied. Dankeschön fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.